herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Von Marienborn bis Frankfurt-Oder, von Sassnitz, Rügen über Hiddensee, runter nach Suhl. Ja, und wir wünschen allen frohe Weihnachten, unseren Stammzuschauern aus Kiel, Lübeck, Flensburg, Hamburg, Bremen. Kassel, Braunschweig und natürlich bis West-Berlin. So ist es. Und wir begrüßen sehr herzlich unser duftes Publikum hier im Haus der Kultur in Gera. Also, mein Dicker, ehe wir heute beginnen, muss ich natürlich gleich mal die Frage der Fragen stellen. Ja. Es gibt doch so viele Rücktritte jetzt. Ja. Meinst du, dass wir beide auch zurücktreten sollten? Nein. Schau mal, wir sind doch Historie. Ja, wir sind doch... Seit 32 Jahren sind wir eine DDR-Gewohnheit, die sich bewährt hat. Also meinst du, bewährtes soll man erhalten? Erhalten und immer wieder Neues hinzufügen. Das, ja, ist, das ist gut. Und jetzt kommt der große Moment. Republik aufgepasst und republikweit, ja noch über die Grenzen hinaus, können wir jetzt sagen. Ja. Wir haben ja eine Premiere. Kartoffeln bitte aufsetzen. Und wer Kartoffelklöße angefertigt hat, jetzt ins siedende Wasser und gar ziehen lassen. Eine Bitte noch. Schauen Sie bitte noch mal in der Küche nach, dass nichts anbrennt. Bitte nicht. Also unsere Sammlung an angebrannten Kochtöpfen reicht jetzt. Also bitte noch mal dran denken, ja? So, und traditionsgemäß singen zum Abschluss jetzt Monika Hauff und Klaus-Dieter Hengler.